Also federführend bei uns in der Fraktion hatte der Kollege Möller diese Angelegenheit bearbeitet. Und der hat auch wunderbar das dargestellt, was in dieser Kommission oder in diesem Arbeitskreis, wie das immer genannt werden mag, abgelaufen ist. Also Frau Dobanik, wir kommunizieren in der Fraktion untereinander. Ich weiß nicht, wie Sie das handhaben. Sie schicken sich wahrscheinlich gegenseitig immer E-Mails. Ja, ja. So. Dann habe ich mich tatsächlich, Herr Blechschmidt, nicht an alle Ihre Reden erinnert, aber da, als Sie diesen Landtagsdirektor Link erwähnt hatten, erinnerte mich wieder an Ihre erste Rede bei der ersten oder zweiten Sitzung hier. Und ein Spruch von Link oder eine, was er geschrieben hat, war ja auch Geschäftsordnung regeln. Stimmen alle zu oder keiner oder irgendwie sowas. Ja, ja, aber es sollen auch sollen nicht mit Mehrheit durchgeboxt werden, eine Geschäftsordnung. So habe ich Ihren Spruch noch aus der ersten Rede im Hinterkopf. 2 Jahre her, vielleicht ein bisschen verfälscht in der Vergangenheit. So, jetzt taktieren Sie natürlich hier so rum, wie auf dem grünen Parteitag mit irgendwelchen billigen Geschäftsordnungstricks und weitergehenden Anträgen, damit bloß nicht über unseren Antrag abgestimmt wird. Aber im Kern, um auf den Kern der Sache zu kommen, es geht eigentlich um eine einzige Vorschrift, die es verhindert, dass heute hier einstimmig eine relativ große Reform der Geschäftsordnung verabschiedet wird. Um einen Punkt geht es, nämlich die Punkte 12 und 13 in unserem Antrag. 13 ist nur eine Folgeänderung mit 12, also es geht inhaltlich um einen Punkt. Und es geht um einen Punkt, der ausschließlich ein Minderheitenrecht im Ausschuss stärken will. Ausschließlich ein Minderheitenrecht im Ausschuss. Das dient natürlich auch dazu, dass man A, wie der Kollege Möller sagte, nicht betteln gehen muss bei anderen Fraktionen, dass man Anträge in die Ausschüsse bekommt, sondern es dient natürlich auch dazu, die Plenarsitzung zu entlasten und kleine Anfragen einzudämmen, denn alles ist ja logisch. Alles, was wir im Ausschuss nicht auf die Tagesordnung bekommen, landet entweder im Plenum und wird dann hier debattiert, oder es landet in den Ministerien als kleine Anfrage und muss da beantwortet werden. Also indem Sie noch signalisieren, unserem Ansinnen nicht zuzustimmen, erhöhen Sie die Arbeitsbelastung für das Plenum und Sie erhöhen die Arbeitsbelastung für das Ministerium. Ja, ja, Frau Rothebeinig, ich hänge an Ihren Lippen. Ich hänge an Ihren Lippen. So, vor diesem Hintergrund geht es also darum, dass Sie ein Minderheitenrecht, wo Sie doch ach so demokratisch sein wollen, beschneiden. Oder ist Ihr Antrag so zu verstehen, Frau Rothebeinig, dass Sie es aufgenommen haben jetzt in Ihren Antrag? Nein, eben nicht. Ja, sehen Sie, eben nicht. Und darum geht's. So. Es geht um die Abstimmung heute, Frau Rothebeinig. Und für heute haben Sie es nach meinem Wissen nicht beantragt, oder doch? Dann kann ich nämlich aufhören. Wenn Sie heute sagen, Sie beantragen es aufzunehmen, unsere Änderung Nummer 12 und 13 in Ihren Antrag, dann höre ich auf, freue mich und stimme zu. Ist es so? Oder habe ich Sie falsch verstanden? Sie haben nicht zugestimmt. Also Sie sind dagegen, demokratische Minderheitenrechte in diesem Parlament zu stärken. Da sind Sie dagegen. Auf der anderen Seite werfen Sie uns dann vor, in den Ausschüssen keine Anträge einzubringen. Das kommt ja hier lamentoartig, staccatoartig in nahezu jeder Ihrer Reden. Also es geht Ihnen hier um uns auszugrenzen. Es geht Ihnen hier um uns auszugrenzen und die Macht als demokratischer Block, einschließlich der CDU, die warum auch immer, peinlich hinter Ihnen herdackelt und bei so einem infamen Betrugsversuch mitmacht. Ich begreife nicht, warum die CDU das macht, das hier durchzusetzen mit Ihren Mehrheiten. Um nichts anderes geht es Ihnen. Deshalb nochmal meine Bitte. Gehen Sie in sich und übernehmen Sie oder signalisieren Sie, dass Sie in der Abstimmung über unsere Ziffern 12 und 13 aus dem Antrag zustimmen. Und sobald dazu Ihre Signalisierung vorliegt, haben wir gar kein Problem von der AfD, Ihrem Antrag in der Drucksache 3196 zuzustimmen. Damit kriegen wir einstimmig eine Geschäftsordnungsänderung hin und stärken auch die Minderheitenrechte, die, und das muss ich Ihnen ganz offen sagen, wovon Sie in der nächsten Legislaturperiode total profitieren werden, Frau Rothebeinig und die SPD auch. Denn in der nächsten Legislaturperiode sieht es anders aus. Und ich habe es gerade abgesprochen, also in der jetzigen Fraktion sehe ich nicht, dass wenn Sie es gleich ablehnen, dass wir es dann in der nächsten Legislaturperiode anders machen. Also überlegen Sie sich, ob Sie Ihre eigenen Rechte für die nächsten gefühlt 20, 30 Jahre wirklich so eingeengt haben müssen. Ja, wir können dazu gerne die Landtagssitzung nochmal unterbrechen. Überlegen Sie sich das. Ich werbe sehr dafür, dass Sie uns signalisieren, die Ziffern 12 und 13 aus unserem Antrag zu übernehmen. Und dann steht einer einstimmigen Änderung der Geschäftsordnung überhaupt nichts im Wege. Vielen Dank.